Hallo und willkommen zurück bei Palworld. So, Bad Kitty hat geschrieben, und zwar, wenn du 10 Pal einfängst, bekommst du Bonus XP. Okay, ich dachte, man bekommt die ersten 10 Pal Bonus XP. Aber gut. So, was wir brauchen ist, ja gut, wir können die hier werkeln lassen. Will fertigen. Was willst du denn fertigen? Weil du hier nur rumstehst. Hier. Helf mal hier. Du hast nur einen fertig gemacht. Das sind aber, das fehlen noch 97. Egal. Wir sammeln Eisen. Und hoffen, dass die anderen dann mal weiter die Sphären bauen. Wird wahrscheinlich eine Ressourcensammelfolge. Ich habe auch, ne, hier, wenn ich die Folge aufnehme, ist mein letzter Arbeitstag, dann habe ich erstmal ein paar Tage Urlaub. Gut, ist nicht viel, ne? Aber ein paar Tage ist besser als nichts. Und ich bin zwar viel weg, aber ich hatte auch vor, Enshrouded tatsächlich aufzunehmen. Also könnte sein, dass wenn die Folge kommt, kam vielleicht schon die erste Folge oder es wird kommen. Also Enshrouded wird auf jeden Fall kommen. Das habe ich mir fest vorgenommen. Gut, ich habe mir auch vorgenommen, Cyberpunk fertig zu machen. Das ist halt, man will so vieles spielen, ne? Man hat so wenig Zeit. Einfach nicht mehr schlafen, dann hat man noch mehr Zeit. Aber so einfach ist das leider nicht. Oder man einfach reich sein. Einfach reich sein, dann muss man nicht mehr arbeiten. Dann hat man wieder mehr Zeit. Oh Mann, man kann ja auch nicht nur zocken. Ist ja sowieso immer kurios, ne? Wenn ich dann mal wirklich lange Urlaub habe, also so einen Monat oder so. Ja, das kommt bei uns schon mal vor, dass ich mal einen Urlaub nehme. Also es wären bei uns 3 Schichten. Dann weißt du irgendwann nicht mehr, was du machen sollst. Also zu lang geht dann irgendwie auch nicht. Außer du hast mal wirklich alles gut durchgeplant, ne? Okay. Hab ich den... Der ist gar nicht draußen, ne? Ja, ich hab den die ganze Zeit drin, das gibt's ja nicht. Ah, shit, da habe ich verklickt. Da habe ich mich verklickt. Ah, schön aber, dass hier auch immer noch ein paar Sphären liegen. Ich brauche mal wirklich einen, der auch Bergbau kann. Also Bergbau 2 oder so. Aber da müsste ich wieder erkunden. Ziel ist es jetzt erstmal, die Sachen, die ich noch zum Upgraden brauche, zu bauen. So, da hinten ist einer. Das ist ein wirklich gutes Anfangsgebiet. Ich weiß noch, bei Ark war das immer so. Da musste ich dann immer das Eisen suchen, aber hier hast du ja direkt alles auf einmal. Wobei, Schwefel gibt es hier, glaube ich, nicht. Ich weiß aber auch noch nicht, ob ich Schwefel brauche, aber wenn es Schießpulver gibt, da werde ich wahrscheinlich Kohle und Schwefel brauchen. Holzkohle kann ich ja schon herstellen. Vielleicht sollte ich mal darüber gehen. Wobei, mein Inventar ist voll. Dann kann ich wieder nichts tragen.
Wobei auf Erkundung zu gehen ohne Bälle ist auch doof. Ich brauche auf jeden Fall mal einen Pal, der schneller unterwegs ist. Weil wir sind ja echt lahm. Huch! Mal absteigen, bitte. Vielleicht brauchen wir auch mehr von den Dingern. Ja, die machen das schon. Ach so, jetzt habe ich dem das Ruhe gegeben, ja. Wieso ist hier Holz drin? Egal. Jetzt haben wir nicht viele Steine, ne? Wir müssen mal wieder hier Steinarbeiter reinkloppen. Eine Waffenbank. 15 brauchen wir dafür. Ach, die Sphären sind fertig. Also 15. Die Zuchtfarm. Also bringen uns noch nicht, solange wir keine... Also die nicht ausbrüten können. Aber mehr Stein wird benötigt. Wir haben aber auch keinen, der jetzt besonders gut in Bergbau ist, ne? Irgendein, der Bergbauspezialist ist und Bergbau aber auch hat. Nee. Das heißt, dann würde ich die am besten reinmachen. Den nehmen wir raus. Die brauchen wir fürs Ei, Ja, brauchen wir im Moment Wolle? Ich glaube nicht. Den brauchen wir für Eisen. Für die Beeren brauchen wir den, einen von denen. Das war's eigentlich schon. Vielleicht nehmen wir nicht die, sondern nur die, weil der macht ja auch noch hier diese Pflanzenarbeit. Ein Oberbergmann, aber der kann ja nicht abbauen. Okay, dann nehmen wir noch einen von denen mit rein. Aber der ist unbelastbar. Na gut, ist nur die Verteidigung verringert. Grünen Daumen bringt dir nichts. Jetzt chillt der hier nur rum. Thank you.
So. Aber wir haben noch keine 20, aber wir können die Waffenwerkbank bauen. So. Und ich muss wieder Ding sammeln. Auf dem Rückweg gucken wir uns dann mal die Waffenwerkbank an, aber wir brauchen jetzt erstmal wieder Eisen. Manchmal steigt der nicht ab, ne? Steig ab jetzt! Absteigen. Ich halte F die ganze Zeit gedrückt. Vielleicht, wenn ich im Kampf bin, geht das nicht? Manchmal kurios. So, wir können so lang kämpfen. Kein Level Up, keine neue Technologie. Okay, ein bisschen mehr können wir noch sammeln. Wobei, reicht doch erstmal, oder? Ah, oh, das ist noch einer von denen. Angriff einstellen. Nice. Okay. Sehr gut. Mehr. Ah, hier, der. Boah, guck mal, wie der am Werkeln ist. Sehr schön. So muss das sein. Dann können wir die Kühlbox bauen und dann können wir einmal upgraden. Huch. Die Beeren einmal bitte hier rein. So, einmal bitte essen. Gucken wir mal, was haben wir denn hier? Wir hätten jetzt tatsächlich hochwertiges Palöl brauchen wir. Ich weiß noch nicht, wie man das macht. Ich weiß aber, dass wir die Kühlbox brauchen. Noch 9. Vielleicht auf dem Rückweg.
So, was wir jetzt noch machen ist, wir fliegen da mal auf die andere Seite. Da war dieser Baum. Der sah besonders aus. Von hier kann ich sogar Pfeile runterschießen. Von dem. Oh, noch ein Ei. Noch grün. Ach, das sind diese Fähigkeitsfrüchte, okay. Da ist so ein Liv-Ding. Pilze. Hey, bleib stehen. Da wäre wieder Eisen. Das. Ach, das ist so ein Pflanzenaffe. Oh, guck mal, was ist das denn da hinten? Oh, das ist ein Boss. Power. Nein, ich habe ihn gekillt. Das gibt's ja nicht. Aber die sollten respawnen. Scheiße. Schon wieder Bauplan, alter Bogen. Hier sind noch mehr Tanzes. Und diese Live-Pucks. Oh, das Ding ist anscheinend Zielsuchen. Ja. Gab wohl ein Upgrade. Ein Update. Weil hier steht jetzt irgendwas, ich weiß nicht, ob die Schriftzeichen japanisch oder chinesisch sind. Noch was Blaues. Der Vogel macht zum Glück nicht so viel Schaden wie das andere Viech. Mein Pflanzenviech. Sag, da ist eine Burg. Toll. Aber der Teefand, der hält nichts aus. So, gehen wir erstmal hier, ne, damit wir hier zumachen. Ja. Dein Ernst? Na toll, dann musste ich kritten, ne? Ausgerechnet dann. Okay, da unten kennen wir. Hier gibt's so viel zu erkunden. Und ich werf den doch voll daneben, das gibt es ja nicht. Oh, hier ist auch eine schön große Fläche.
Ah, oh, weil der ausgebrochen ist. Ja, manche sind einfach zu schwach. Zielen. Ah, guck mal. Von hinten kann man die auch so dingsen. Ich finde aber echt viele Sphären. Brauche ich von denen noch einen? Ausprobieren. Ich glaube, einen bräuchte ich noch. Yep, ist voll. Erledigt. Einfach ein Ei. So, hier sind wir ja hergekommen. Ja. Oder kann man diese Tanzis hier noch holen? Noch 3 Stück. Davon sind ja hier viele. Das ist eine Truhe. Noch 2 Stück. Neuer Schlüssel, nice. Ja. Komm jetzt hier doppelfangen. Gut. Noch ein, oder? Oder erledigt? Erledigt. Wie viele brauche ich von denen noch? Hä? Wo kommt denn der Vogel her? Ja. Hör auf, dich zu befreien. Kaum Leben. So. Hier war noch ein Hirsch. Wollen wir uns sehen. Ja. Hey, bleib drin. So, den da muss ich auch noch fangen. Ich habe das jetzt immer nur aus Versehen gekillt. Gut. Oh, da sind direkt 2 Stück. Ich muss das immer echt die 10 voll machen. Ich weiß nicht warum. Mag das nicht, wenn das nicht voll ist. Ja. Shit, der ist tot. Okay, den greife ich nicht mehr an. Gut, wir haben ihn. Da unten sind noch mehr. Diese T-Fans, die sind viel zu schwach. Okay, ich brauche noch 3 von denen. Bleib stehen! Nein! Warte, wir müssen mal Essen geben.
Hinten ist eine andere Insel. Da ist eine Truhe. Boah, bin ich langsam, ey. Naja. Lieber langsam fliegen als gar nicht fliegen, wa? Die Tefans kann ich vielleicht auch fangen, wenn die schlafen. Die Eule, hatten wir die Eule schon voll? Oh, ein Depresso. Und ja, ich habe das Teleport-Ding gesehen. Ich kann ja nicht überall erkunden. Notiz eines Schiffbrüchigen Tag 3. Bei einer meiner Erkundungstouren stieß ich auf alte Ruinen. Heißt das, die Insel war vor langer Zeit einmal bewohnt? Als ich die Wandmalerei entzifferte, entdeckte ich, dass sie den Herstellungsprozess jener geheimnisvollen Sphären beschrieb. Anscheinend lassen sie sich einfach aus Holz und Stein herstellen, indem man das einzigartige blaue Erz, das man auf dieser Insel finden kann, ich nenne es einfach halber Palladium-Erz, als Katalysator verwendet. Ich werde die Herstellungsmethode auf meinem Gerät aufzeichnen. Ich habe auch einen verletzten, bewegungsunfähigen Pal gefunden. Ich habe versuchshalber eine Sphäre auf ihn geworfen und konnte so tatsächlich einen Pal fangen. Oh, noch eine Truhe. Hier oben bestimmt auch. Nee, oh, grün, noch besser. Okay, dann holen wir uns mal den Teleport. Komm hier, den Tefan, den krieg ich doch bestimmt gefangen, wenn der schläft. 9%. So, 9 und von hinten. Bam! Ja, dann stirbt er halt. Eine Brücke. Bam! Bam! Aua. Alter, ich habe erst einen von denen gehabt. Da sind die ganzen Depressos da hinten. Tanzis brauche ich, glaube ich, nicht mehr jetzt. Die hatte ich voll. Ist ja aber cool, wenn man so den hält, dass da steht 10 von 10 schon erledigt so. Ich muss auf den Turm noch gucken. Da muss doch bestimmt eine Truhe sein. Noch ein Grün glaube ich aber nicht. Weil wir hatten ja erst auf einen Grün. Kritisch. Gut. Da ist noch eine Sphäre. Ich werde von Loot abgelenkt. Merkt ihr das? Da muss ich auch mal nochmal genauer... Da ist auch was in der Mitte. Ein Ei. Da ist eine Truhe. Ein feuchtes Ei. Okay. Was ist denn da drin? Was sind das? Pfeile? Okay. Komm, wir gehen mal hier so runter und dann haben wir diesen Bereich schon mal erkundet. Da hinten ist noch ein Live-Muck, davon brauchen wir, glaube ich, noch einen.
Lol. Hör auf auszubrechen. Blitzschnell. Ah, von dem brauche ich sogar noch mehr. Die sterben, wenn ich die angreife. Guck mal, der schläft ja noch. Von hinten und schlafen. Ey, treff doch mal. Okay, von dem mache ich auch nur noch zwei. Die T-Fanten, ne? Die sterben halt so schnell. Shit. Hier geht's zu einer anderen Insel. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal hier hin. Guck mal, dann können wir hier vielleicht das schon mal freischalten. Und das ist auch dieser erste Turm, den wir laut Tutorial machen sollen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, da schon reinzugehen. Wir sollten auf jeden Fall, bevor wir in den Turm gehen, wir können ihn ja schon mal erkunden, einmal noch zurückgehen. Um zumindest Inventar leer zu machen und so. Shit. Schwache Medizin droppen die. So, die Hirsche hätte ich gern. Ups. Boah, jetzt hätte ich ihn aus Versehen fast gekillt. Ein Ei. Ein T-Sand. Hier ist ein Weg. Mit Zaun. Nicht ablenken. Egal. Wir gehen jetzt hier rein. Komm. Vielleicht finden wir nochmal einen Dungeon. Tatsache. Komm rein. Können wir dann auch nochmal Dings mitnehmen? Das sieht anders aus. Schwefel. Ich werde mein Inventar jetzt nicht so zu voll packen, weil ich ja noch andere Ressourcen auf dem Rückweg mitnehme. Aber nach dem Dungeon gehen wir wohl am besten erstmal zurück. Ich werde bis 500 maximal machen. So, reicht so. 1000
Nächstes geben wir wieder Arbeitstempo und Gewicht. Okay, ich glaube, von da bin ich gekommen. Bis jetzt nur... Warte, muss ich von denen eigentlich noch wen fangen? Gucken wir mal gerade. Tatsache, einen. Mach ich besser so, der killt den bestimmt mit einem Hit. Ja, von denen brauche ich auf jeden Fall noch welche. Level up. Wobei, bist du dir sicher, Bad Kitty? Also da... Oh, die kämpfen da hinten. Da steht ja immer Bonus-XP, aber ich glaube, das ist immer nur, wenn man die ersten 10 hat. Wobei, hier warte ich, glaube ich, noch. Bis ich die verteile. Aber hier ist Krieg. Out. Ich fange mir noch einen von denen. Ich brauche ja noch 2, die ich dann in die Liste packen kann. Bleib drin! So, weg ist er. Da ist kein Durchgang, nur Erz. Hier ist noch ein Weg. Oh, hier geht's runter. Hui! Hol ich schon mal den Flieger raus. Essen. Alter, wow, die viel essen. So, komm, kleiner Flieger. Komm her. Ob ich hier hochkletter. Kommen wir denn da hin? So, hier schön drüber fliegen. Okay, suchen nach dem Baum. Fuddler. Wie viele haben wir von denen? Noch 3 brauchen wir.
Shit. Hier war doch noch so ein Killer-Mari. Gut. Oh, hier sieht's aus, als würde es wieder zum Bossraum gehen. Der sieht so aus wie der andere Dungeon. Ja, da ist er. Kann man hier drin? Alpha von denen haben wir noch nicht. Können wir ja holen. Ich weiß gar nicht, wie viele wir von denen noch fangen müssen. Ups. Shit, falsche Richtung. Oh, von denen muss ich auch noch einiges fangen. Sehr gut. Ein Festungskommandanten. Lofall, zweimal bekommen. Kann man dem wirklich Fähigkeiten geben, ne, die man so haben will? Man muss sie nur finden. Ach, von dem brauchen wir bestimmt auch noch welche. Nice. So, was ist mit diesen Cremis? Ach. Ja, ist voll, endlich. Was ist denn das? Erstmal Notizen. Notiz eines Schiffbrigen, Tag 11. Obwohl ich gestern Hals über Kopf den Rückzug antreten musste, lässt mich dieser Turm nicht los. Ich sollte mir Ausrüstung zusammenstellen und es noch einmal wagen. Gerade als ich dachte, hörte ich von hinten einen Schuss. Es war die Person von gestern, die mir nachstellte. Schluss mit lustig. Ich pfiff meine Pals zusammen und ging zum Gegenangriff über. In der Hitze des Gefechts haben meine Pals den Angreifer getötet. Aber mein eigenes Leben ist mir allemal teurer. Es ging nicht anders. Hier, die ballern hier rum. Die killen hier alles. Wieso haben die Kanonen? Minderwertige Munition. Die haben hier ein Camp. Was sind das? Das ist ja. Was sind das für ein Viech? Pal befreien. Ein Zwee. Was ist denn ein Zwee? Das ist auf jeden Fall was, was ich noch nicht hatte. Wo sind wir denn jetzt? Hier. Ja, dann gehen wir hier runter und so zurück. Wir können mal gucken, ob der Boss wieder da ist. Hier ist dieser Turm. Mal gucken, ob wir vielleicht die nächste Folge da reingehen oder so. Weiß ich noch nicht. Aber erstmal zurück. Okay, zielen, ne? Muss man lernen. Ja.
Gut, von denen brauche ich nur noch einen. Die Cremis hatte ich jetzt voll, ne? Ich vergesse das immer. Cremis sind voll. Oh, das sieht schon cool aus. Guck mal, da oben ist eine Hängebrücke. Genau, ich bin ja dann da reingegangen. Hier ist noch ein Ei versteckt. Düsteres Ei. Hier oben. Ich habe ja auch Schüsse gehört. Ah, hier gehen wir wieder zu diesem Boss. Da ist was Großes. Er lebt wieder, oder? Er lebt wieder. So, diesmal fangen. Meine Rüstung ist beschädigt. Dass ein schnelleres Reittier ist? Ich glaube nicht. Sieht aber ein bisschen flinker aus. Mit ihr... Was? Butter herstellen? Ey, manchmal mache ich null Schaden und auf einmal mache ich ultra viel. Ist wahrscheinlich dann, wenn die Headshots knallen, wa? Achso, ich wollte ja den anderen Weg zurücknehmen. Noch 3 T-Fans. Was sind, warum sind hier Wilderer? Killen hier einfach alles. Okay, noch einen von denen. Hä? Wer ist das denn? Den haben die einfach gekillt hier. Oh nein. Hier war ein anderer Typ, ein Händler oder so. Den haben die einfach gekillt. Ich hoffe, die respawnen auch. So, ich muss da durchgehen, glaube ich, zurück. Und den noch einen. Dann habe ich das. Hey, nicht weglaufen! Oh, guck mal, die kämpfen gegeneinander. So, fertig. Kann ich mich in meine Base porten? Nice. Okay. Erstmal sortieren.
Ich hatte doch Munition. Ach, hier oben. Ach, guck mal, sogar Sturmgewehr-Muni. Alter, jetzt habe ich schon an 7 antike Bauteile. Seltenes Organ. Mach ich mal hier mit rein. Ich brauche noch eine Eiertruhe. Eiertruhe. Lol. Hier war wohl einer mit Tragen zu faul, wa? Vielen Dank. Okay, wir haben auch wieder sehr viel Stein. Na toll. Ich kann mich nicht bewegen. Pilze, Fleisch. Ja komm, wir haben einiges an Fleisch. So, diese Heilung, die behalte ich mal. Ist das für mich? Okay. LP kann man also nicht regenerieren. Es gibt Erkältung und Verstauchungen. Okay, gut zu wissen. Oh, ich habe nur noch einen Pfeil? So, Kühlbox. Stelle ich mal hier hinter. Ich habe tatsächlich nur einen Pfeil. Hier machen wir nochmal 41 Pfeile. LP lassen sich nicht wiederherstellen. Magengeschwür und Knochenbrüche. Erschöpfung und depressiv. Aber wie stelle ich denn dann LP wieder her? Oh, jetzt könnte ich auch hier die anderen Palsphären bauen. Aber wir fangen hier erstmal an. So. Das Gewicht erhöhen. Haben wir neue Technologien? Oh ja, der Betäubungsknüppel. Großes Fangeisen. Eine Metallrüstung. Die nehme ich mal mit. Ein Metallhelm. Komm, nehmen wir auch rein. Springbrunnen ist mir egal. Wobei erhöht
Das Arbeitstempo von Bewässerung. Warte, erhöht das auch das Arbeitstempo von Schmelzen? Nee. Ein Blumenbeet. Erhöht Tempo von Sammeln. Okay, bessere Betten für die Pals. Eine alte Pistole. Ein Silo. Eine stationäre Armbrust kriegen wir bald. So, ich habe ja jetzt einen von den lilanen. Tragbare Laterne. Futterbeutel. Mega Enterhaken. Palensafter. Kostet 2. Enterhakenpistole. Kleiner Beutel. Der Brutkasten. Ich nehme mal den Brutkasten. Jetzt werden wir noch angegriffen. Die kommen von oben. Rookies. Alle tot. Hat's ja gelohnt. Hä? Habe ich die Truhe nie gesehen oder respawnen Truhen? Holz loswerden. So, hier würde ich gerne noch sortieren. Ein Weizenfeld. So, wir haben jetzt das Kühlding, ne? Schon sinnvoll, wieder einen von denen reinzunehmen. Läufer. Habe ich von denen voll? Ne, brauchen wir auch noch 2. Boah, hier habe ich aber einiges jetzt gesammelt. So, die hatte ich, meine ich, schon voll. Ich brauche die Tefanten, muss ich noch. Hier, ein Angriffsstratege. Ach ja, die hatte ich ja noch gar nicht. Tun wir mal hier unten hin. So einen Vogel brauche ich, glaube ich, auch noch. So, dann ist der Vogel durch. Die Depressos. Ein mehr Muskeln als Verstand. Boah, der ist blitzschnell. Ein Handwerksmeister, aber die können nur gießen.
Die müssen irgendwann alle entsaftet werden. Alle ab in den Entsafter. Aber sieht doch schick aus. So, ein Brutkasten. Kostet ein antikes Bauteil. Ich stell das mal hier hinten hin. Bup. Aber jetzt bräuchte ich dann ja auch die Zuchtfarm, ne? Boah, die ist so riesig. Muss die in dem blauen Rahmen sein? Das weiß vielleicht Bad Kitty, vielleicht weißt du das. Muss die Zuchtfarm in diesen blauen Rahmen sein? Oder kann die auch außerhalb sein? Weil die nimmt ja diesen halben, würde ja den halben Rahmen hier fast einnehmen. Die würde hier drauf vielleicht gerade so reinpassen. Boden muss vollständig aufliegen. Also hier drauf kann ich nicht bauen. Kann ich überhaupt auf Dach bauen? Ja. Ich glaube, von denen habe ich immer noch einen gebraucht. Ne, brauche ich sogar noch zwei. Da kommen, die holen wir noch schnell. Gut. Haben wir das auch erledigt. Ja, kämpfen wir alle da. Oh, der Kühlschrank ist fertig. Hier kann man ja fertiges Essen reinmachen. Leute, was ist denn hier los? Gut. Der Brutkasten ist fertig. Okay. Fangen wir mal an mit so einem Düsterei. Mal gucken, was da rauskommt. 5 Minuten. Kann man das erhöhen? Sehr angenehm. Was bedeutet denn das? Ach, braucht vielleicht jedes Ei hat das verschiedene Sachen? Oh, das ist ein gefrorenes Eis vielleicht jetzt ein. Braucht der hier Kälte reinmacht? Ein düsteres muss im Dunkeln stehen. Das muss bewässert werden? Kann das sein?
Ein düsteres Jumbo-Ei, was ist das denn? Etwas Heimtückisches. Naja, gut. Das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao!